Name ist Uta Maria Fieser. Ich bin Präsidentin der Hochschule Neu-Ulm. Ursprünglich bin ich Professorin für Gesundheitsmanagement und an der Hochschule Neu-Ulm seit dem Jahr 2000. Ich denke, das war im Jahr etwa 1996, 97. Und zwar an meiner zweiten Berufsstelle nach meiner Zeit an der Universität in Erlangen-Nürnberg. Ich habe dort auch promoviert und das war in Nürnberg beim großen Wirtschaftsprüfer, Steuerberater. Ich war im Consulting-Bereich und dort haben wir schon relativ früh ein Vorlaufsystem von Outlook gehabt, also E-Mails versenden können, und da bin ich auch das erste Mal online gegangen. Weil ich die wenig private Zeit, die ich habe, nicht mit Facebook verbringen will. Ich möchte die Leute eigentlich eher treffen und mir reichen eigentlich meine normalen E-Mail-Kontakte und ansonsten kann ich mit den Leuten auch telefonieren etc. Aber ich werde natürlich oft, ich bin in einer großen Familie von irgendwelchen Geschwistern, Cousins, Nichten, Neffen angeschrieben, dass ich doch jetzt einmal ihr Facebook-Friend werden soll. Ich bin auch nicht im Xing, also ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich glaube, so aus der Beurteilung von den Leuten, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, dass das eine ganz gute Plattform ist. Also ich halte es für sehr wichtig, ich glaube, da sind wir auch erst noch am Anfang. Also gerade wenn man sich auch als Hochschule im Facebook zum Beispiel bewegt oder in so Social Media Bereich, dass man das auch echt aktiv pflegen muss. Also es nutzt nicht bloß irgendwie Informationen einzustellen, sondern man muss schon versuchen, in dieser Community drin zu sein, um dann eventuelle Dinge, die da auch hochkommen, entsprechend darauf reagieren zu können beziehungsweise mitdiskutieren zu können. Also zum einen finde ich sehr praktisch, dass man heute per E-Mail oder auch per einer Videokonferenz sehr einfach eben Daten austauschen kann und dass das recht schnell geht, da auch von unterschiedlichen Stellen. Also da muss man jetzt nicht hier in Neu-Ulm sitzen, ich muss auch nicht stundenlang telefonieren oder Fax dann wieder einkopieren oder irgend sowas, dass ich da unterschiedliche Sachen zusammenholen kann und die sehr schnell verarbeitet sind. Ich sehe eine Gefahr an dem reinen E-Mail, dass man doch auch in kritischen Situationen oft was reinschreibt oder auch Antworten bekommt oder Anfragen bekommt, die teilweise vom Stil oder von der Kultur, würde ich sagen, eher unfreundlich sind. Und ich denke, gerade wenn man miteinander verhandeln will oder auch miteinander was machen möchte, da ist es einfacher, im E-Mail was Böses zu schreiben, wie wenn man den Telefonhörer in die Hand nimmt oder wenn man sich vielleicht persönlich gegenüber sitzt. Es wäre nichts für mich, 4 Wochen jede Nacht in einem anderen Zuhause zu schlafen. Allein für mich, so mein gewohntes Umfeld, also das ist schon wichtig für mich. Aber für mich war es einfach so, ich möchte es nicht.